Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um einen ersten Überblick rund um das EEG, jetzt Anfang Juli, Anfang Mitte Juli. Wir hatten nämlich tatsächlich am 6. Juli im Bundestag, beziehungsweise am 7. Juli im Bundestag, also eine Woche bevor ich das Ganze aufzeichne, diverse Entscheidungen rund um die Energiewirtschaft. Ich will die ein bisschen auseinandernehmen. Das wird in mehreren Videos erfolgen. Heute soll es erstmal um den großen Überblick gehen, wie man überhaupt zu diesen Informationen kommt, denn es ist mega unübersichtlich und irgendwie wollen wir ja dort reinkommen. Ich habe mich auch noch nicht durch die Details durchgelesen, zugegebenermaßen, denn ich hatte letzte Woche noch Urlaub, deswegen erst jetzt. Und auch wenn ihr zum Beispiel in der letzten Woche Anfragen an mich noch geschickt hattet, das dauert jetzt einfach noch ein paar Tage, ehe ich so richtig hinterherkomme. Also legen wir mal los mit bundestag.de. Da müsst ihr immer so hin und her klicken, bis ihr zu der Sitzungswoche kommt, in der ihr euch was anschauen wollt. Das wäre jetzt hier die vom 6. Juli beginnend. Und dann seht ihr hier immer so die Überschriften. Ja, okay, klingt alles noch nicht ganz so passend, aber am 7. Juli gleich 9.05 Uhr haben wir Ausbau erneuerbarer Energien. Ich klappe das jetzt nur mal auf. Und das ist schon irgendwie nicht so richtig, richtig übersichtlich. Aber hey, das war auch noch gar nicht alles. Wenn wir nämlich an den gleichen Abend noch runterscrollen, dann finden wir hier auch noch, genau, Bereithaltung von Ersatzkraftwerken. Das kann man auch noch mal ein bisschen aufklappen. Man sieht, hey, da war ja noch mehr los. Super. Okay, also wie könnte man damit umgehen? Ich werde mich auch gleich mal in die Ecke schalten, damit ihr mehr Blick für das Wesentliche habt. Also, ich kann natürlich versuchen, hier mich durchzulesen, aber das ist schon mal sehr bürokratisch, denn hier geht es um die einzelnen Drucksachen und okay, hier kann man immer rauslesen, wie war das Abstimmungsverhalten und dementsprechend ist hier etwas angenommen oder nicht. Hier sieht man aber nur, okay, Drucksache so und so sind angenommen. Okay, auch noch in Ausschussfassung. Um sich damit also wirklich jetzt komplett auseinanderzusetzen, müsste man diese diversen Dokumente sich aufmachen und durcharbeiten. Das machen wir auch in den nächsten Videos und werden da genauer praktisch die Änderungen und den neuen Stand uns anschauen. Aber es gibt noch einen Zwischenschritt, der natürlich mit diesem wunderbaren Button zum Artikel verbunden ist. Der Bundestag lässt durchaus von internen Redaktionen ein bisschen zusammenschreiben, was hier passiert ist. Ich mache mir also diese beiden Tabs mal auf. Das Ding ist, zum einen, hier ist ja offensichtlich ein Video hinterlegt, der Bundestag wird natürlich aufgezeichnet und das kann man sich hier entsprechend dann nochmal anschauen und anhören. Das sind allerdings parlamentarische Debatten und deswegen lohnt es sich nicht immer unbedingt, die auch tatsächlich nochmal anzugucken, anzuhören, denn das ist nun mal ein Hin und Her. Wenn man sieht, okay, hier am Anfang spricht auch nochmal der Bundesminister, dann ist das vielleicht nochmal als grobe Zusammenfassung interessant. Aber dann im Weiteren haben wir die diversen Fraktionen, die dann hierzu nochmal Äußerungen bringen. Und das kann man sich im Zweifel immer sparen. Aber hier haben wir die einzelnen Absätze, die nochmal zusammenfassen, was passiert ist. Und das kann man sich natürlich anschauen. So, Initiativen der Opposition abgelehnt. Minister Habeck nennt OS-Paket notwendig und dringlich. Union sagt das und das. SPD will weiter beschleunigen. AfD ist wie immer komisch, FDP auch so ein bisschen, Linke, Grüne, beschleunigter Ausbau erneuerbarer Energien. So, dann kommt nochmal so ein bisschen mehr inhaltliche Zusammenfassung. Das, was im Ausschuss im Großen und Ganzen erzählt wurde, dann geht es ja nicht nur um das EEG, sondern zum Beispiel auch um das Windenergie auf See-Gesetz. Es gibt auch ein Windenergie an Land-Gesetz, könnte man sagen. Auch da jeweils die Zusammenfassung, was im Ausschuss dort gemacht wurde. Naturschutz etc. Also allein diese Erklärungen, die auch in diesem Artikel stehen, die kann man sich tatsächlich nochmal anschauen und die fassen ziemlich gut zusammen, was ganz, ganz grob gesagt hier passiert ist. Ähnlich mit diesem Thema der Ersatzkraftwerke, was ja noch weiter unten in der Tagesordnung dann war, auch da könnte man sich das alles nochmal anschauen, vor allem den absoluten Energiespezi der CDU-CSU-Fraktion, früheren Gesundheitsminister, sich nochmal anhören. Also ich sage das auch vollkommen sarkastisch, denn also was man von den Spahn hört, zeugt nur davon, dass er keine Ahnung von der Energiewirtschaft hat. Aber das ist zum Glück jetzt kein verantwortlicher Minister mehr an dieser Stelle.
Jedenfalls hier, wenn man dann sich nochmal genauer anschauen möchte, was in diesem Kontext passiert ist, hier gibt es nämlich jede Menge auch alternative Anträge oder Ansätze von zum Beispiel der CDU-CSU-Fraktion, dann kann man auch hier nochmal durchgehen. Dann, okay, Gesetzentwurf der Koalitionsfraktion, das ist dann natürlich das, was tatsächlich auch beschlossen wird, wo wir im Energiewirtschaftsgesetz nochmal Anpassungen hatten. Auch hier, was im Energieausschuss nochmal dazu gesagt wurde, ne, Kontext Energiesicherungsgesetz, was wir in anderen Videos schon besprochen hatten. Das, was angenommen ist, mit kurzer Zusammenfassung, und auch da, es gab weitere abgelehnte Anträge. Wer sich mit diesem parlamentarischen Prozess weiter auseinandersetzen will, wir haben auch hier immer nochmal an der Seite eine Zusammenfassung des Abstimmungsergebnisses. Ne, also welche Anträge wurden jetzt eigentlich wie abgestimmt? Dann sieht man auch hier, ne, mehrheitlich ja, mehrheitlich nein, mehrheitlich nein. Ja, sieht man auch hier, das war Unionsfraktion, das hier war praktisch dann von den Koalitionsfraktionen eingebracht. So, und damit hat man ungefähr eine Idee, was hier passiert. Aber wir wollen uns das ja im Detail anschauen. Und da müssen wir jetzt ja einen Weg finden, um tiefer reinzugehen. Wir bleiben jetzt erstmal beim EEG-Kontext, weil das für uns in erster Linie ja gerade der wirklich spannende Weg ist, weil hier ja wirklich in Details die Zukunft der dezentralen Energiewirtschaft besprochen wird. Und jetzt bin ich natürlich nebenbei auch im Sinne der Bürgerenergie besonders interessiert, wie auch Vermarktung von Erneuerbaren funktionieren kann, auch wie der Weg in den echten Markt funktionieren kann. Und das wird natürlich über das EEG und dann auch über diese beiden Windgesetze sehr genau vorgegeben. Jetzt kann man also einerseits sagen, hey, okay, hier sind gerade 8 Dokumente verlinkt, ich könnte jetzt also überall reinspringen. Nee, wir machen das anders. Wir scrollen wieder runter, bis wir dann ja einerseits die Dokumente insgesamt finden. Die sind, ich sag mal, in chronologischer Reihenfolge. Das ist noch nicht unbedingt hilfreich. Ja, und es ist wirklich viel, wie ihr sehen könnt. Aber dann, so, Abstimmungsergebnis hatten wir auch gerade eben. Das könnte man sich prinzipiell auch anschauen. Und dann Beschluss. Und hier wird es dann spannend und hier wird es dann auch ein bisschen übersichtlicher. Beschluss, namentliche Abstimmung zu Gesetzesentwurf. Ah, das und das sind also Gesetzesentwürfe. Beschlussempfehlung von den Ausschüssen. Das also so und so anzunehmen. Das heißt, diese 4 Dokumente hier oben beschreiben bereits umfassend, was hier als Gesetz vorgegeben ist. Und dann sehen wir, mehrheitlich ja, Gesetzesentwurf so und so ist also in Ausschussfassung angenommen. Wenn wir uns also diese 4 Dokumente aufrufen, dann haben wir den Überblick darüber, was hier passiert mit dem EEG. Also, Gesetzesentwurf der Bundesregierung, ich kann ein bisschen hier ranscrollen, ne, so, Zoom. Sofortmaßnahmen für beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien und weitere Maßnahmen im Stromsektor. Mhm. Da kann man erstmal so ein bisschen runtergehen und dann sehen, dass das, sobald wir in die eigentlichen Gesetzestexte kommen, so müsste es dann hier langsam losgehen. So, hier, die diversen Artikel anspricht. EEG, nochmal EEG, ENUG, Energieumlagengesetz, das ist jetzt aber auch, glaube ich, umbenannt. So, Unterlassungsklagengesetz, Energiewirtschaftsgesetz, Stromnetzentgeltverordnung, Strom, Grundversorgungsverordnung, Anreizregulierungsverordnung, abschaltbare Lastenverordnung, Marktstammdatenregisterverordnung, Mehrstellenbetriebsgesetz, Wasserhaushaltsgesetz, EEV, nochmal EEV, Herkunfts- und Regionalnachweis, Durchführungsverordnung, Innovationsausschreibungsverordnung, KWKG, KWKAV, Sozialgesetzbuch, Punkt. Hier haben wir also auf knapp 300 Seiten erstmal den Gesamtkontext des EEG. So, wie will man da sich durcharbeiten? Naja, es ist schwierig. Ich würde sagen, okay, mich würde zum einen also Artikel 1 mit dem eigentlichen EEG interessieren. Und dann fangen sich hier, Artikel 1 beginnt, auf Seite, nehmen wir streng genommen 14. Scrollen wir. Und dann scrollen wir. Und dann kommen wir zu Artikel 2 auf Seite 20. Okay, dann sind das in diesem Artikel 1 zentrale Änderungen des EEGs. 6-7 Seiten. Naja, die kann man sich prinzipiell schon anschauen. Das ist aber natürlich Gesetzestextänderung. Damit muss man auch umgehen können wollen auch natürlich. Also kann ich jetzt mal merken, diese 6-7 Seiten wären für mich ist besonders interessant, wenn ich mich mit den Details des EEG auseinandersetzen will. Aber, haben wir gesehen,
Wenn wir nochmal zurückgehen auf diese eine Auflistung, das und das mit hier nochmal Beschlussempfehlungen. Wir müssen uns also alles noch anschauen. Wir haben dann eine Unterrichtung durch die Bundesregierung, Stellungnahme des Bundesrats und gegenüber der Bundesregierung. Ne? Also haben wir hier eine Stellungnahme des Bundesrats von Mai. Ich meine, ich habe immer schon mal erzählt, dass der Bundesrat dazu Stellung genommen hatte, aber es ist kein zustimmungspflichtiges Gesetz. Das heißt, der Bundesrat hat hier nicht das letzte Wort, sondern der Bundestag. Aber natürlich sind hier Äußerungen vom Bundesrat gekommen, die interessant waren. Auf diesen 50 Seiten wurde also hier so ein bisschen angedeutet, was könnte man machen. Dann haben wir eine Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz und Energie zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung, zum Antrag der Fraktion CDU-CSU, das ist dann die 2345, die an anderer Stelle hier mit verlinkt dann sein würde. Und dann wird hier auf 274 Seiten beschrieben. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung wurde zusätzlich dahingehend ergänzt, ein Änderungsantrag durch Änderung des Gebäudeenergiegesetzes erhält, Begründung, Ukraine-Krieg, massiver Preisanstieg, fossile Brennstoffe, Annahme einer Entschließung mit den Stimmen, und zum Buchstabe B, Ablehnung des Antrags mit den Stimmen. So, das heißt, der Ausschuss sagt, Gesetzesentwurf der Koalition mit Ergänzungen, ja. Den, sage ich mal, Gegenantrag oder Ergänzungsantrag der CDU-CSU, nein. So, das ist erstmal dann hier die Erkenntnis. Auch da kann man dann runterscrollen, bis man zum Gesetzestext kommt, zur Beschlussempfehlung. Bundestag wolle beschließen. So. Und dann sieht man hier diverse Ergänzungstexte. Bundestag wolle etwas beschließen. Ne? Auch hier im Koalitionsvertrag, bla bla bla. Also, das ist dann immer auch mal gerne sehr viel politisches bla bla. Und dann haben wir hier eine Zusammenstellung: Entwurf, Beschluss des Ausschusses. Das ist halt leider layout-technisch das allerletzte. Aber hier haben wir zumindest Möglichkeiten, damit weiterzuarbeiten. Hier sieht man dann zum Beispiel, dass das ENUG-Umlagengesetz jetzt Energiefinanzierungsgesetz heißen soll. Ja, okay. Auch hier Artikel 10a, Netzausbaubeschleunigungsgesetz soll ein bisschen geändert werden, etc. Und dann hier Artikel 1, da wird dann inhaltlich ergänzt und geändert. Also mit Artikel 1 haben wir uns ja vorher in diesem Dokument beschäftigt. Ne? Das halt nie in diesem Dokument, das sind 6-7 Seiten. Die muss ich mir jetzt ergänzen durch das hier. Durch alles, was hier im Artikel 1 noch ergänzt werden soll. Ich glaube, ich bin auch immer noch im Artikel 1. Genau. Moment. Das sind auch mittlerweile schon etwa genau, das sind schon mehr Seiten, weil diese Tabellenstruktur natürlich zugegebenermaßen ein bisschen anstrengend ist, überhaupt nicht lesbar ist, aber das ist auch der Zustand, wie Änderungen, die im Parlament hier und in den Ausschüssen gemacht werden, dann dargestellt werden für die Öffentlichkeit. Hier, bis hier, da sind wir schon auf Seite 43, also das ist zum Glück nur eine Tabellenform, aber trotzdem ist es sehr, sehr, sehr viel, was wir jetzt hier durcharbeiten müssten. Und dann haben wir eben nochmal einen Bericht des Ausschusses, auf 60 Seiten mit eben auch nochmal den Bezug auf diese beiden Gesetzesentwürfe, wo wir sehen, A soll vom Bundestag beschlossen werden, B nicht. Das hat der Ausschuss dann so gesagt. Das ist dann nochmal ein bisschen so inhaltliche Erklärung. Das heißt, wenn wir da entsprechend rangehen, ein bisschen weiter runterscrollen, dann sehen wir hier tatsächlich doch eine ganze Menge Einordnung. Man kann immer richtig runterscrollen, Einordnung, zu, so Absatz so und so, hier Regel, bla bla bla, Absatz, Satz so und so, bla bla bla, ne, hier Paragraph, Absatz so und so, bla bla bla. Also hier wird es dann langsam interessant, die inhaltlichen Ansätze auch zu verstehen. Jetzt ist natürlich die Frage, für jemanden, der sich damit wirklich beschäftigen will, wie arbeite ich mich jetzt da durch? Ne? Interessiere ich mich eher für das Ansinnen, was im den Ausschüssen und so weiter zusammengekommen ist, weil da ja auch viel Feedback aus der Branche, Experten und so weiter ausgesprochen wurde, dann kann ich mir zum Beispiel diese Texterklärung zu den einzelnen Paragraphen genauer anschauen.
interessiere ich mich mehr so für die technische Änderung des Textes, des Gesetzestextes. Dann ist diese Tabellenform super. Und wenn ich schlussendlich, ich sag mal, diese 7 Seiten oder dann Artikel 2 genauso, die nächsten Seiten, mir mit dieser Tabelle zusammen anschaue, dann habe ich ein sehr klares Gefühl dafür, was am Ende der Gesetzestext werden soll. Das heißt, diese beiden Drucksachen wären für mich diejenigen, die mich am meisten interessieren, weil die faktische Änderung im Gesetz beschreibt. Dann gehe ich wieder zurück zu diesem Artikel, wo dann ja gesagt wird, okay, Gesetzesentwurf das war die Unterrichtung auf 50 Seiten, mit Ausschuss, Beschlussempfehlung und Ausschusserklärung, sagen dann, ja, der Gesetzentwurf in Ausschussfassung, also in dieser Fassung, angenommen. Das heißt, das EEG ist dann in dieser Form beschlossen. Und jetzt muss man natürlich damit umgehen, sich das auseinanderzufriedeln. Man kann jetzt natürlich hier und da die öffentlichen Blogs von Wirtschaftskanzleien, die sich mit dem EEG beschäftigen, anschauen. Da sind immer mal ein paar Details. Dann natürlich die diversen Verbände äußern sich dazu. Man kann sich Seminare kaufen, ganz klar. Auch wir bieten ja auch regelmäßig Webinare zu diesem Thema an. Und ansonsten kann man versuchen, über vielleicht unsere Videos so einen Ansatz dafür zu kriegen, wie ich mich selbst dann damit beschäftigen wollen würde. Dann habe ich aber trotzdem nur diesen ersten Teil wirklich durchgearbeitet. Ja? Aber Achtung, hier Entschließungsantrag so und so abgelehnt. Das war, meine ich, die AfD. Genau, ich habe mir das nämlich hier mal. Also, so habe ich da auch mit sowas. Ich habe mir das hier praktisch mal geholt auf ein Dokument und dazu geschrieben, was das jeweils hier so war. Ne? EEG, AfD, dann Windenergie auf See gesetzt, Windenergie auf Land gesetzt, dann wieder AfD dazwischen. Na, und so kriege ich für mich ein Gefühl dafür, was diese Dokumente machen. Und dann habe ich mir tatsächlich nach und nach diese Dokumente dann oder würde ich mir dann erschließen, mich dadurch arbeiten, durchkämpfen. Ich glaube, das ist auch ein kluger Weg, wie man da insgesamt durchkommt. Als nächstes haben wir dann hier zum Beispiel ja auch wieder, ne, Gesetz in Ausschussfassung angenommen. Was für ein Gesetz? Naja, Kosten drauf, Windenergie auf Seegesetz und andere Vorschriften. Ja, okay. Nochmal was von AfD. Dann haben wir, wie gesagt, Gesetzesentwurf in Ausschussfassung, Windenergie an Land. Okay. Dann nochmal was von der AfD. Dann haben wir hier Gesetzesentwurf Bundesnaturschutzgesetz. Auch da wieder in eine Ausschussfassung, genau. Nochmal was dazwischen und dann haben wir Beschlussempfehlung Buchstabe D angenommen. Ja, das ist auch nochmal diese Beschlussempfehlung. Das ist, genau, das ist im Weiteren, also, ja, das gesamte Osterpaket, was also nochmal weitere energiewirtschaftliche Änderungen hat. Das heißt, hier hatten wir nochmal diverse Ergänzungsanträge, zum Beispiel von der AfD und Co. Die wurden allesamt abgelehnt. Das ist aber ein bisschen schwierig zu lesen. Ich zoome noch ein bisschen hier ran, dass ihr das sehen könnt. Ne? Beschlussempfehlung von dem Ausschuss, den Antrag abzulehnen, ist angenommen. Es ist also angenommen worden, die Beschlussempfehlung umzusetzen, die heißt, den Antrag der AfD abzulehnen. So muss man das immer lesen. Ne? Also, kurz gesagt, wir haben hier insgesamt doch einige Anpassungen des EEG und der beiden Windgesetze, dann nochmal ein Naturschutzgesetz und dann eben die diversen Ergänzungsartikel, die wir in dem EEG vorhin gelesen haben. Das waren ja so 20 Stück ungefähr mit diversen Verordnungen und Gesetzen, die auch noch angefasst werden. Das alles ist aber ja, das große Osterpaket, von dem wir seit Monaten schon gehört haben. Da ist jetzt nichts völlig Verrücktes dabei. Das ist, wie gesagt, auch der Großteil an demselben Bundestagstag wurde aber auch noch über Ersatzkraftwerke abgestimmt. Ähnlich, man scrollt runter auf diese Beschlüsse. Hier sind Dokumente, was wurde abgelehnt, 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 Beschlussempfehlung annehmen, bla bla bla. Also hier haben wir einen ähnlichen Weg, wie wir mit sowas umgehen könnten. Wo hier dann zum Beispiel steht, ne, Gesetzentwurf so und so, Beschlussempfehlung so und so, Gesetzentwurf in Ausschussfassung annehmen, angenommen. Es ist manchmal wirklich nicht so leicht zu lesen,
Aber am Ende haben wir dann auch hier Ergebnisse, mit denen man dann arbeiten könnte. Aber auch das ist halt Bundestag, auch das ist parlamentarische Arbeit, wie wir sie in Deutschland erleben können. Naja, das heißt, das war jetzt erstmal ein 20-minütiges Video, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie ich mich mit diesen Dokumenten auseinandersetzen könnte und wie ich selbst einen Weg finde, um mich mit sowas, um mich durch sowas durchzukämpfen. Es ist schon echt unübersichtlich. Das sind jetzt hunderte Seiten Gesetzestextanpassungen, das ist auch mega trocken. Aber so ist es ja in allem, was wir in der NGO-Wirtschaft machen. Wenn ich Seminare über Marktkommunikation zum Beispiel mache, wo es ja um die Marktregeln wie GPKI und so weiter geht, ne, das sind so Prozessvorgaben für energiewirtschaftliche Unternehmen, dann sage ich halt auch, hey, wenn ihr euch wirklich damit auseinandersetzen wollt selbst, dann müsst ihr erstmal damit leben, dass es hundertseitige, also mehrere hundertseitige Dokumente sind. Und ihr müsst halt dann irgendwie mit Suchfunktionen oder mit, wie hier, so Inhaltsverzeichnis, Artikel nach und nach durchgehen, irgendwie damit klarkommen. Immerhin bei den Marktregeln ist es dann am Ende ein gemeinsames Dokument, nicht nochmal mit solchen Ergänzungsdokumenten hier. Ne? Aber dann kommen dann noch EDIFAC dazu, etc. etc. Es ist ein Traum. Okay, soweit erstmal zum Start, wie wir mit dem Osterpaket uns auseinandersetzen wollen und können. Ich würde dann in einem der nächsten Videos mich tatsächlich wahrscheinlich mit dieser Ausschussvariante, mit dieser Tabelle auseinandersetzen und euch ein Gefühl dafür geben, was sind die wichtigsten Aspekte, die wir im EEG so finden. Wenn ihr euch weiter konzentriert damit auseinandersetzen wollt, was auch die Entwicklung der letzten Monate waren und auch der nächsten Monate, weil wir haben ja dann noch ein Sommerpaket, ein Herbstpaket etc. im EEG, dann geht ruhig mal auf das unten verlinkte Lernportal. Da haben wir dann Termine zum EEG, da machen wir kurze Fachwebinare. 2 Stunden, wo wir 3 Stunden, wo wir uns ganz konzentriert damit auseinandersetzen, was da passiert. Und wo ihr dann aber im Zweifel auch die Aufzeichnung der alten Webinare mit dazu bekommt, je nachdem, was ihr da kauft. Und dann habt ihr ein Gesamtergebnis, einen Gesamteindruck darüber, wie das EEG sich in diesem Jahr ändert. In der ersten Fassung haben wir zum Beispiel uns sehr mit den Grundlagen beschäftigt, dann ein bisschen mehr Fokus Bürgerenergie und konkrete Vermarktung von Erneuerbaren und dann ist eben natürlich mit dem Osterpaket als nächstes. Also da ist auch jedes Mal bei jedem Webinar wieder was Neues dabei. Ansonsten bleibt auf dem Kanal, wir werden viele Grundlagen auch hier erklären. Okay. Jetzt habt ihr hier vielleicht gerade meinen Hund im Hintergrund vorbeischleichen sehen. Die ist auch schon gelangweilt davon, ihr vielleicht auch. Also erstmal gerne das Video liken. Wenn ihr Fragen zum EEG habt, auch schon mal in den Kommentaren gerne schreiben. Wir werden da vielleicht im Weiteren drauf eingehen in den nächsten Videos und das vielleicht auch in unsere Webinare einfach mitnehmen. Ne? Und abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Dann seht ihr auch die nächsten Videos. Geht gerne auf unser Lernportal und schaut euch da mal an, was wir haben. Und bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Wir sind zurück aus dem Urlaub. Jetzt geht's wieder weiter. Bis dann.